Unser Bischofsstuhl im Hohen Dom zu Mainz wurde wieder neu besetzt. Und seitdem Bischof Peter Kohlgraf im Amt ist, hat neben dem entfernten Rom auch unser Mainz ein Petersdom. Und nun erscheint ein junger Mann, der ist unterwegs im Namen des Herrn und er schafft es einfach immer wieder mit seiner gewaltigen Stimme den Dom im wahrsten Sinne des Wortes zum Wackeln zu bringen. Und so frage ich Sie zum letzten Mal heute Abend. Draußen steht der Obermessdiener vom Hohen Dom zu Mainz. Wollen wir ihn reinlassen? Ja. Auf dann, rein mit ihm! Schön, dass ich euch sehe. Ehre sei Gott vor allem in der Höhe. Gaudium Magnum, was sind wir so froh? Die Mainzer froh, locker, der neue Bischof ist da. Der Xavier Naidu, nicht übertrieben, hat für mich ein neues Lied geschrieben. Der singt zurzeit jeder in Mainz am Rhein. Dieser Redner wird kein leichter sein. Seit heute ist Hektik, es ist doch zum Flennen. Die hätte in Berlin auch noch 3 Tage warten können. Doch die Stimmung ist toll, das muss mir loben. Die Kampagne ist kurz, die Leute sind am Dobe, die Nächte sind lang und werden immer länger. Nur die Bitte in Mainz werden alle Jahr enger. Das ist Sancta Sede, heiliger Stuhl, das ist... Jetzt warten wir, bis die Hemme kommen. Mach doch mal langsam. Sancta Sede, heiliger Stuhl, das ist bekannt. Wird nur der Mainzer Bischofssitz nach Rom genannt. Drum besucht mich der Petrus. Das will schon was heißen, um mir öfter mal den Weg anzuweisen. Wir gehen in die Altstadt wie letzte Woche. Da haben wir ausführlich über Fußball gesprochen. Er sprach, es gibt Mannschaften in dieser Zeit, deren Spielweise kann Gott überhaupt nicht leiden, wenn die bei jedem Piffes Maul aufreißen, andauernd probieren, den Schiri zu bescheißen, sich bekreuzigen mit dem einzigen Ziele, nicht erwischt zu werden und faul zu spielen, im Strafraum sich fallen lassen, gefällt wie von Stelze, um sich vor lügenhafte Schmerze scheinheilig zu wälzen. Die werden nicht siegen, die haben Kopfreit. Was zählt, ist Können und Ehrlichkeit, weil das die Tugenden des Weltmeisters sind. Drum bleibt Italien da und Deutschland gewinnt. Fußball im Südwesten, da steht es nicht zum Allerbesten. Die 05er sind noch nicht unten draus und in der Palz gehen bald die Lichter aus. Der Betzelberg tut nicht mehr Bebe. Es geht ums nackte Überleben. Ich sage es daher hier und heute. Alles andere aus Schadenfreude, weil es ganz einfach sich geziemt. Das hat Fritz Walde nicht verdient. Als vor über 30 Jahren in Mainz noch kein Fußballwunder war, da haben mir alle, das wissen die Alte, ach, der Betzebube, die Daumen gehalten, drum kriegt ihr die von mir gedrückt, dass es am Ende doch noch glückt. Denn ihr seid ganz klar allenfalls ein Herzensstück von Rheinland-Pfalz. Drum soll's ganze Land zusammenstehen. Der FCK, der darf nicht untergehen.
Im April haben wir gejubelt, was waren wir so froh. Habemus Papam, der neue Bischof ist da. Es traf uns wohlwollend der göttliche Wind und schickte uns ein Kölner Kind. Bischof Kohlgraf ist es stark, das trifft die Finde bis ins Mack. Ein Bessere gibt's für uns keine und ich bin sein persönlicher Survival-Trainer. Jetzt weiß er ja schon immerhin, dass der Dom und die Altstadt ganz was anderes sind. Gibt es hohe Berge in Rheinhessen, fragte er mich. Sag ich nein, nur einen Watzmann und das bin ich. Geh ich auf den... Das wäre es aber nicht nötig gewesen. Geh ich auf den Markt, das ist keine Frage. Tut schon alles gute Masche, Frau Kohlgraf, sage. Er liebt Rheinhessen, rheinhessischen Wein. Ich denke manchmal, es könnte mein Bruder sein. Er sprach Andreas, mein Kind. Rein statistisch ganz klar, trinkst du auch wie jeder Rheinhesse 80 Liter Wein im Jahr? Nein, sage ich, mein Bischof, mein Beste, da wäre bei mir am 12. März schon Silvester. Die Malo Dreie, die kommt in den Dom eher wenig. Naja, die hat viele Termine und ist von Geburt aus schon selig. So merken es die Amerikaner nun ganz bestimmt, dass manchmal aus dem Hals ach was Gutes kommt. Nur die Fasenacht bereitet sie Quale. Keine Krisen, keine Skandale, ist auch SPD-Vize, also dann. Und hat immer noch dasselbe Mann. Zu Lafontaines Zeite, ich sag's ja nicht gern, warst du nicht viermal geschieden, konntest du bei der Rode nix werden. Doch ihr Ehemann Klaus ist ja allenfalls sowas wie der Prinz Philipp von Rheinland-Pfalz. Der macht das. Der macht das aus Liebe. Das tut ja nicht jeder. Immerhin noch mit dem Abstand von einem Meter, wenn Malos Sympathie werde steigen, Damen und Herren, dann kann er noch die Michelle Obama von Deutschland werden. Doch mein Herzblatt, die Julia Klöckner, da zieht. Ja. Mein Herzblatt, die Julia Klöckner, da ziehen sie hin, wird wahrscheinlich Landwirtschaftsministerin in Berlin, gebietet in Zukunft über Viehzucht, Obst und Kumme. Also ihr Amtsvorgänger waren ja früher so richtige Brumme. Doch sie ist strahlend schön, super schlank, muss man sagen, nun beginnen für Deutschland ganz magere Jahre. Selbst Ilse Aigner, das bayerische Madel, hatte Holz vorm Haus und stramme Wadel. Was die wohl ein Dirndl im Bundestag auch gehabt, ist der reine Brüderli immer geschnappt. Auch stecke ich im Dom so dann und wann für die USA Opferkerzchen an. Ja, die leiden allenfalls unter ihrem Trottel aus Karlstadt in den Palz. Da überfällt am Katzenjammer, selig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer. Der Trump war als Baby schon hässlich, da ist mir jo platt, dass die Hebamme se erste Mutter in Klaps gebe hat. Doch glaub bloß nicht immerhin, dass in Berlin so manche besser sind. Der Dobrindt, die Blindschleich, der passt in die Welt wie Boris Becker Sparsamkeit und Geld. Samt Christian Lindner, der Mann, das ist klar, der schon im Kindergarten unausstehlich war.
das Jamaika-Drama zum Flenne, mit große Hunde pullen wolle und Spor nicht heben könne. Wenn mir wählt, mich ruft ganz unbeirrt, muss mir auch hie, wenn mir gerufen wird, drum ihr Hauptstadt Schickeria Fuzis aus Berlin. Wenn ihr sehen wollt, wie es geht, kommt zu uns hin. Seit 2000 Jahren herrscht hier nur Europas erste Hochkultur. Die Straßen gepflastert, die Häuser aus Stein, die Kinder geimpft und sie lernten Latein. Mit Fußbodenheizung tat man sie schwärmen. Man kannte Homer, man badet in Thermen, trank edelsten Wein und aß auch schon Nudeln. Da streiften Berliner noch in verwahrlosten Rudeln. Fellbehangen durch den Grunewald und habe arm gewinkelt, nach Moschus riechend in der Wannsee gepinkelt, wie Stuckmeier beschrieben, ganz ohne Tadel. Wer vom Rhein kommt, hat natürlichen Adel. Auf unser Know-how hat die Welt schon vertraut und du kennst ja wohl lernen, wie man einen Flughafen baut. Wenn ich als Obo auf dem Domturm stehe und eine Runde auf die Stadt so sehe und denk ans Gutenberg-Museum mit Bedacht, das hat mich um Demut und Andacht gebracht. Noch schlimmer als Kain und Abel ist dieser Bibelturmbau zu Babel. Es gibt Architekten auf dieser Welt. Die planen das, was nicht hier passt und keinem gefällt. Und die Erklärungsversuche, surrealistisch verzückt, hört sich an, als ob er Zorpasta in die Tube zurückdrückt. Der Spitzbunker am Hauptbahnhof, das müsst ihr wissen, war zu hässlich und wurde abgerissen. Ein würdster Architekt gehen lassen, denen wär's zu Hause traue, dass die Press an den Dom noch ein Packhaus aufbaue. Dann können die Handkäs-Mafia in wenigen Jahren bei der Bußfeier an Kommunionbank vorfahren, ob Frankfurt, ob Dresden. Da kann man es doch sehen. Die lasse die Altstädte in Blüte erstehen. Macht Meißner zum Betonbunker der Republik. Gebt ihr Stadt ihr historisches Antlitz zurück und ehrt so die Druckkunst und Gutenbergs Namen und baut nicht so einen Scheißdreck in Ewigkeit Abend. Ich muss zurück in den Dom, man kann es erahnen und komme zum Ende, liebe Diözesanen. Um 7 ist Frühmess, ihr Guten, ihr Frommen, und ich weiß genau, ihr werdet nicht kommen. Unser wichtigstes Gut, vergesst das nie, ist die Freiheit und die Demokratie am Rhein in diesem Völkerhaus. War stets die Toleranz zu Haus. Es lebe die Schoppe, es lebe die Plunzia, vor allem die schöne Aurea Moguntia. Als Gott Dialekte verteilte, sprach er väterlich, ihr goldische Mense, ihr babbelt wie ich. Einst war Attila, das wissen alle, auf dem Lerschebesch vom Gaul gefallen und hatte gleich die richtigen Worte gefunden. Ei, gucke wohl da, jetzt bin ich Hunne. Am Rhein herrscht Weinkultur, hier ist es so toll. Ein Glas ist niemals halb leer, es ist immer halb voll. Der Herr hat es uns zum Gleichnis gegeben. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und was ihr heute könnt entkorken, das verschiebet nicht auf morgen. Dann sagt jede Frau und auch jeder Mann, es war eine unvergessliche Fernsehsitzung, an die sich keiner mehr erinnern kann. Und denkt immer dran, es steht im Brief an die Epheser, mit dem zweiten sieht man besser.
von nun an, heute und immer da. Lang lebt der Bischof, Halleluja! Trocken ist was anderes. Holde Närrinnen und Nachalesen, das ist er, wie er leibt und lebt, wie wir ihn kennen und leben. Den Obermessdiener vom Hohen Dom zu Mainz und Sitzungspräsident von Mainz bleibt Mainz, wie singt und lacht, Andreas Schmidt. Thank you.